Nummernmäßig ist sie die älteste. Leider ist 140.001 nicht erhalten geblieben. Die E40 hat sich von der Güterzuglok ja durchaus zum Mädchen für alles gemausert. Ging ja hin bis zu FD-Zügen, die im Bereich zwischen München und Mittenwald oder Seefeld von der Baureihe E40 planmäßig gezogen worden sind. Im Bereich der Eilzüge, später Regionalexpresszüge, war sie weit verbreitet, häufig als Ersatz für die E41, zu Zeiten, als es noch nicht die Aufteilung nach DB Regio und DB Cargo gab, hatte die Personenverkehrssparte der Bahn häufig, wenn eine E40 zur Verfügung stand, lieber die E40 vorgespannt vor einen Reisezug als eine E41. Die letzte 140 ist 1973 gerade ausgeliefert, da kommt ein Jahr später ein neues Farbkonzept, Ozeanblau-Beige. Bei fälligen Hauptuntersuchungen wird nun umlackiert. Neben der Farbe wird im Laufe der Zeit auch vieles außen, aber auch innen verändert. Neue elektrische Schaltwerke, Wendezugsteuerungen und später die Ausrüstung für die Türblockierung werden eingebaut. Zu den markanten äußeren Änderungen gehören die neuen Lüftergitter und das Weglassen der Regenrinnen und der Griffstangen an der Front. Mit der Bahnreform ab 1994 verschwindet nach und nach die Baureihe 140 aus dem Personenverkehr. Der Bestand ist aber noch fast unangetastet. Die letzte in Ozeanblau-Beige ist 140-423, heute Museumslok. Familientreffen in Bebra. Die Baureihen 141, 140 und 110 Seite an Seite. Das Jahr 1987 bringt dann wieder eine neue Lackierungsvariante. Orientrot mit Latz. Am wenigsten gefallen hat eigentlich das Orientrot mit dem Lätzchen, weil das nämlich ziemlich schnell verblasst ist. Das waren Lacke auf Wasserbasis, die nicht farbecht waren. In den frühen 90er Jahren haben wir 140.002 in Bebra angetroffen, damals in dieser Farbe. Orientrot mit Latz, hübsch oder hässlich, da gehen die Meinungen weit auseinander. 140.628 ist auf dem Weg.
Die neue Farbgebung ist nicht schön, ändert aber nichts an der Zuverlässigkeit. Auch eine besondere Antriebsübertragung ist daran beteiligt. Hier am Drehgestell können wir nicht direkt auf die Räder schauen. Und deshalb sehen wir nicht, was hier an diesen Einheits-E-Loks das Besondere ist. Sie haben nämlich einen Gummiringfederantrieb der Firma Siemens erhalten. Und das war eine ganz neue Geschichte. Und da hat man im Vergleich dann festgestellt, dass dieser Gummiringfederantrieb besonders gute Eigenschaften zeigte. Es war besonders feines Anfahren möglich. Auch bei Tests auf dem Arlberg hat man festgestellt, eben auch im Gebirge hat dieser Antrieb gut geklappt, sodass man beschlossen hat, alle Einheits-E-Loks mit diesem Antrieb auszurüsten. In der Anfangszeit der Deutschen Bahn AG kann man auf die 140er im Personenverkehr noch nicht verzichten. So fahren sie wie früher am Tag Personen und nachts Güterzüge. Beheimatet sind die zuverlässigen Einheitsloks so gut wie in allen E-Lok-Betriebswerken, auch im Werk Mannheim. Diese Bilder stammen aus den späten 90er Jahren. Seit 1987 ist Verkehrsrot die neue Farbe der Bahn. Da hat es auch erstmal einen Aufschrei gegeben. Was ist das für eine Farbgebung? Die passt nicht zu der Lokomotive. Aber inzwischen haben sich die Eisenbahnfreunde an das Verkehrsrot gewöhnt, festgestellt, auch auf Fotos, auf Filmen, sieht das eigentlich ganz gut aus. So dass ich nicht sagen kann, eine Farbgebung entstellt die Lok und die andere nicht, sondern das ist wirklich nur Geschmackssache. Nach der Wende sind 140er auch bei der ehemaligen Reichsbahn unterwegs. Im Werk Sedin bei Berlin werden sogar einige beheimatet. Für den nächsten Einsatz rangiert 140-645. Mit der 140 werden fast alle Güterzugleistungen gefahren, auch schwere. Zum Beispiel schwere Erdzüge, die mit E40, auch mit automatischer Kupplung ausgerüstet, dann von Münster bis ins Saarland gefahren worden sind. Das waren sicher Spitzenleistungen, die zu erbringen waren. In den Jahren wird die 140 weiter modernisiert.